Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Shein-Haul von mir. Der letzte kam einfach so gut bei euch an und ich habe euch am Ende des Videos gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal dort bestellen werde. Und ratet mal, was vor 2 Tagen bei mir ankam, meine neue Shein-Bestellung. Und die wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Einen Teil davon trage ich schon, ich würde sagen, damit fangen wir an. Aber erstmal wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Haul. Genau, das erste Teil trage ich. Wie gesagt schon, das ist ein Pullover und der ist so schön, der ist mariendunkelblau und hat so weiße Streifen und ist halt so gestrickt. Super schön, gefällt mir total gut und ist auch super, super schön warm. Den habe ich in XS mitgenommen und den gibt es auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Also da war die Auswahl auch echt groß. In Rot gibt es den auch in Beige, glaube ich, und in Grün. Also ganz, ganz viele verschiedene Farben verlinke ich euch sonst. Ich verlinke euch diesmal mal, glaube ich, alles einzeln in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Genau, auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und was ich auch total cool finde, dieses Weiße hier ist so richtig flusig. Das hat so kleine Härchen, seht ihr das? Super kuschelig und super angenehm zu tragen. Also echt total schön. Dann habe ich hier den Haufen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Body. Und zwar ist das hier derselbe wie beim letzten Haul, der braune. Nur diesmal habe ich ihn mitgenommen in einem Rosa. Auch richtig schön. Es ist so ein helles Rosa und auch wieder so gerippt. Auch wieder in einer XS. Und die sind so bequem, diese Bodies. Ich liebe die. Und der hat auch wieder diesen langen, großen Ausschnitt. Gefällt mir auch sehr gut. Genau. Den habe ich, wie gesagt, letztes Mal in Braun mitgenommen. Und habe ihn jetzt nochmal in Rosa mitgenommen. Und da gibt es noch ganz verschiedene Farben. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal schauen. Den gibt es nämlich auch noch in einem Khaki-Grün und sowas. Richtig, richtig toll. Dann habe ich mich für 2 Weihnachtssachen entschieden. Jetzt ist ja, steht ja Weihnachten vor der Tür. Und da habe ich mich für 2 Weihnachtspullis entschieden. Einmal diesen hier. Der ist auch richtig, richtig cool. Richtig kuschelig. Ist so ein Strickpulli. Den habe ich extra eine Nummer größer in S mitgenommen, damit er auch schön locker fällt und schön kuschelig ist und der sitzt auch einfach so cool, wenn man den so ein bisschen in die Tasche steckt oder also in die Hose steckt oder einfach so hängen lässt, ist einfach mega, mega kuschelig. Und den habe ich, wie gesagt, extra in eine Nummer größer in S mitgenommen. Der hat hier so Rentiere, so ein typischer Weihnachtspulli, richtig, richtig schön. Und sowas habe ich eben gesucht, einfach für die Weihnachtstage. Und das nächste Weihnachtsteil ist dieses Strickkleid, also es ist so ein bisschen längerer Pullover, geht für mich als Kleid durch und das finde ich auch so schön, ist eben auch so weihnachtlich mit Rehen drauf. Das ist eben so ein Strickkleid, finde ich auch mega schön und das hatte ich gestern auch den ganzen Tag an, das sitzt so toll und mit so einer kleinen Strumpfhose oder mit der Leggings, es ist einfach super, super schön, das habe ich auch in S mitgenommen, damit es auch schön kuschelig fällt und schön weich ist. Dann habe ich eine Hose mitgenommen und zwar für den Sommer und ich liebe ja solche Hosen für den Sommer. Das ist so eine richtig lockere, khaki-grüne Sommerhose. Die ist hier oben so gerafft und hat einen Gürtel dabei und unten kann man die auch noch so schnüren, mit so Schnüren. Das heißt, sitzt am Fuß unten auch richtig schön eng und deswegen fällt die richtig schön. Gefällt mir total gut, die hatte ich gestern auch einmal an. Und die ist so bequem, also das ist echt richtig toll und die hat auch Taschen, das finde ich auch sehr praktisch und genau, ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Hose. Die habe ich mitgenommen in einer XS, genau eine 34 und die finde ich so schön für den Sommer. Ich freue mich schon, wenn ich die dann im Sommer anziehen kann. Dann habe ich mich für noch einen Body entschieden. Ihr merkt schon, ich liebe Bodies, ich muss den einmal umdrehen hier. Genau, so. Und zwar ist das wieder einer in Rosa. Und zwar in so einem Waffelmuster. So sieht der aus. Und der hat hier, wie gesagt, so ein Waffelmuster. Und Leute, ich sage es euch, das ist so unglaublich weich. Das ist so angenehm zu tragen. Der ist so kuschelig. Und ich habe gesagt, Felix, fass mal an, der ist so weich. Und er, oh ja, ganz weich. Richtig, richtig schön. Und was mir hier auch gut gefällt, ist hier diese Knopfleiste vorne. Kann man halt auch so ein bisschen aufknöpfen, je nachdem wie man das halt mag mit dem Ausschnitt. Aber ich finde den einfach auch so schön. Die Farbe gefällt mir auch. Den gab es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Auch zum Beispiel in Schwarz fand ich den sehr schön. Ich denke, der wird auch nochmal einziehen in Schwarz. Mal gucken. Und dann habe ich mich aber auch noch für einen richtig großen, kuscheligen Pullover entschieden.
Der ist sogar, glaube ich, auch in S. Moment, hier ist kein Schild drin. Genau, hier unten ist das Schild, genau. Ich habe den auch in S mitgenommen. Ich glaube, den gab es auch nicht in kleiner. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, weil das ist so ein richtig großer Oversize-Pulli. Und der ist auch wieder so gestrickt mit Kapuze und so zwei großen Kordeln. Den habe ich jetzt hier in Beige mitgenommen. Den gibt es aber auch noch in richtig vielen verschiedenen Farben. Also da gab es auch noch Dunkelrot, Khaki, Dunkelblau, glaube ich, und Rosa. Also ganz viele verschiedene Farben. Auch richtig schön. Und der ist hier, wie gesagt, in so einem Beige auch wieder gestrickt. Und einfach richtig, richtig toll. Der fällt auch mega. Und was ich auch schön finde, ist hier an der Seite, dass der so offen ist. Der hat hier so einen Schlitz und ich finde, dadurch sitzt er einfach sehr, sehr angenehm und den, ja, kann man auch sehr, sehr cool jetzt im Winter tragen. Sehr, sehr kuschelig und hält super, super warm. So, und dann noch das letzte Produkt. Da habe ich mich mal wieder für eine Jeans entschieden, beziehungsweise hat Felix sich dafür entschieden. Wir waren nämlich dann zusammen in dem Online-Shop unterwegs und er meinte, ich sollte mir doch mal eine High-Waist-Jeans aussuchen. Und ich habe gesagt, oh, die stehen mir gar nicht und ich bin eigentlich nicht so der High-Waist-Typ. Und er hat gesagt, doch, doch, die Models sehen ja immer so gut drin aus. Du musst es auch mal anziehen. Und dann habe ich mich hier für diese High-Waist entschieden. Ihr seht, die ist wirklich sehr High-Waist. Einfach eine ganz normale Jeans ohne besonderen Schnickschnack. Und genau, ist einfach eine Jeans, die halt eben High-Waist ist. Sagt der Name ja schon. Die habe ich auch in XS mitgenommen. Genau. Sieht so aus. Einfach eine ganz normale, schlichte Jeans. Wie gesagt, einfach nur, weil Felix das einmal wollte. Und ich finde, die sitzt auch sehr gut, obwohl mir High-Waist nicht so steht. Aber da war ich dann doch ganz schön überrascht. Und ja, werden wir auf jeden Fall öfters tragen, denke ich. Ja, meine Lieben. Und das war's auch schon. Das Licht lässt uns hier auch schon langsam im Stich. Ich hoffe, das passt noch so für euch. Ich hoffe, dieser Haul hat euch mal wieder gefallen. Und wenn ja, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Infobox, was ich zu Shein finde und zu Shein habe. Eventuell habe ich sogar noch einen Rabattcode für euch. Also schaut da gern vorbei. Und dann wünsche ich euch allerbeste Feiertage. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, ganz, ganz bald wieder. Tschüssi!